Tschüss. What's up? Bitte in 800 Köln. Metern rechts abbiegen und danach wieder rechts abbiegen in die... Wir sind jetzt im Futterdialog. Juhu! Ich weiß nicht, wie voll es eigentlich ist. Es scheint mir okay voll. Wir hoffen mal nicht so viel. Wir haben noch unser Proviant. Und dann... So, eine Sommerrollenparty. Guten Tag. Sommerrollen. Sie und Jürgen sind heute Morgen 7 aufgewacht. Dann in die Küche leise. Wir haben alles schon mal gekocht und vorbereitet. Das war so süß. Dann habe ich mit nie gerollt. Danke. Lucky Summer Roll Party. Fantasia-Randfahrt, ganz okay. Kannst du am besten im Fantasia-Randfahrt. Ich kann mir den Namen nicht merken, weil ich habe alle so komischen Namen gehabt. Haaren. Beide. Haaren und das andere Dragona. Das war nur gar nicht. Ich kann Dragon. Ja, siehst du? Ja, die zwei waren gut. Und wir mussten uns heute nicht lange anstellen. Das war mega. Wir haben für Taron 25 Minuten angestanden. Das war Jackpot. Das war so gut. Und das längste, wo wir gestanden haben, war eine halbe Stunde. Der Black Mamba war so voll. Tadakimasu! Gerade am nächsten Tag. Wir essen jetzt Französisch. Nein, nicht Französisch, weil du gerade Französisch gesagt hast. Russisch. Oh je. Yeah. Zum ersten Mal. Wir waren jetzt russisch essen. Es war echt lecker. Und dann gehen wir ins Bubble Tea, machen uns zu Hause fertig, wenn noch alle noch nicht fertig sind. Und gehen dann zu dieser Super Candy, wir nennen sie die ganze Zeit Candy Bomb, und machen da Fotos, Spiele, Spaß, Freude, Fotos, Videos. Wir sind gerade in einem Bubble Tea Laden hier in Köln, was richtig schön ist und was krass hier ist. Das ist ein Bubble Tea / Nagelstudio. Das habe ich schon nie gesehen, das sieht richtig schön aus. Und Bubble Tea hier ist echt lecker. Und man kann hier richtig gute Fotos machen. Ich finde es voll schön hier. Ja, richtige Interior Gold. Gell? Wir sind hier im Super Candy Museum. Hier ist der Eingang. Und wir sind alle super schick angezogen, haben viel zu viele Sachen dabei. Wir sind wie Verrückte einfach. Wir haben zu viel dabei. Wir werden jetzt eingewiesen, damit wir rein dürfen. Dann dürfen wir 2 Stunden rein. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Wir sind hier jetzt bei dieser Candy-Ding und sieht richtig cool aus. Es sind richtig viele verschiedene Spots. Es ist nicht klimatisiert, leider. Ja. Es ist nicht klimatisiert. Hier ist zum Beispiel ein Set. Und hier ist alles verschieden. Hier darf man nicht drauf treten, sonst stirbt man. Metall ist Lava. Wir machen hier erstmal so ein Gruppenfoto. Hier ist noch so eine rosa Gefängnistür vorher. Und ja, wir machen hier erstmal unser erstes Foto. Jetzt ziehen wir uns wieder um und machen die nächste Szene. Wir machen jetzt hier mit den Einkaufswagen nach Fotos. Ich hoffe, die werden gut. Das Ding ist halt, es ist sau heiß. Es ist übertrieben warm. Und anstatt, dass es klimatisiert ist, das ist nicht klimatisiert. Heiß.
heiß. Unnormal heiß. Diese ganzen Lichter, es ist nicht klimatisiert, es sind so viele Leute schon draußen, es ist auch ultra heiß, weil es die ganze Zeit in Deutschland gerade heiß ist. Es ist heiß! Wir warten jetzt, bis die dran kommen, weil sie sich umgedreht haben. Die meinten, ich glaube, das ist zu länger. Auf jeden Fall warten wir, bis die fertig sind und dann machen wir hier im Cadillac. Wir sind jetzt fertig, voilà. Mit der, ich vergesse den Namen immer, Super Candy-Geschichte. wie fandest du das Ding? War gut. Zeit war nur ein bisschen knapp. Ja. Aber gab schon coole Sets. Und das war ein bisschen zu heiß. Es war mega heiß. Keine Klimaanlage. Nein, leider nicht. Aber sonst war es ganz cool. So, wir sind jetzt Burger essen. Danach fahren wir nach Hause. Hat doch noch Zeit. Oh yeah. Burger Party. Chan Chan. Oh yeah. Hallo. Mein Pilz ist lost. Ich hab grad nur den Pilz reingeworfen. Echt? Der war auch schon geil. Ich bin voll überfordert mit diesem Burger. McDonald's Burger. What's up? Ich bin schon zu Hause jetzt. Es ist der nächste Tag. Und ich habe vergessen, ein Auto zu drehen. Deswegen drehen wir jetzt. Ich bin gestern Abend richtig spät nach Hause gekommen. Wir waren zu sechs im Auto und das für eine lange Zeit und das war sehr eng. Es war eine etwas anstrengendere Fahrt, aber es war in Ordnung. Wir sind jetzt zu Hause. Das Wochenende war richtig cool. Phantasialand war an sich nicht so ultra spektakulär, aber dafür, dass wir halt echt für jeden Ride kaum anstehen mussten und das längste, was wir uns anstellen mussten, war eine halbe Stunde, kann ich mich nicht beschweren, darf ich nicht beschweren, beschwere ich mich nicht. Candy Shop, Super Candy. Super Candy war auch ganz cool. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wünschte, es wäre klimatisiert gewesen, weil es war echt heiß. Dafür, dass wir 30 Euro zahlen mussten und nur 2 Stunden Zeit hatten, nur 2 Stunden, war es ein bisschen knapp und etwas teuer. Die hätten uns ruhig 3 Stunden geben. So 10 Euro pro Stunde kann man machen. Aber ja, sind coole Fotos geworden. Es hat Spaß gemacht. Es war nur ein bisschen anstrengend. Aber sonst Wochenende war ganz cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und es tut mir leid für die schlechte Audio.